Also in dem Moment wusste ich eigentlich, boah, ich muss jetzt alles nochmal, hier, muss mich jetzt nochmal richtig konzentrieren, ja. Weil 120 Minuten weiß ich nicht, ob wir das gepackt hätten, weil Borussia Mönchengladbach hat den Ball laufen lassen mit den Platzverhältnissen, die haben ja trotzdem super Fußball gespielt, sind nur hinterhergerannt, so haben sie uns die Körner gezogen. Einfach unbeschreiblich jetzt. Wir sind im Halbfinale. Ich würde jetzt sagen, wir stehen mit einem Bein in Berlin, nur noch eine Hürde. Und wir haben jetzt Bayern, Frankfurt und Gladbach rausgehauen. KSC, also ist alles drin, alles drin. Ja, ich glaube, es ist schon wie die letzten Spiele. Sehr, sehr schwierig, jetzt irgendwas zu sagen. Also gerade nach dem Abpfiff hatte ich einfach nur Gänsehaut gehabt, aber nicht, weil mir kalt war. Ja, es ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Ich kann gerade echt gar nicht so viel zu sagen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin einfach mega happy und ich glaube, das haben wir uns einfach verdient nach einem unfassbaren Fight heute wieder. Wir standen die ganze Zeit tief, wir haben gut verteidigt. Ich glaube, wir haben Gladbach wenig Räume zugelassen. Natürlich kommt der Platz auch noch dazu, was uns ein bisschen zugute kam, dass man nicht so gut Fußball spielen konnte. Und klar hört man dann einfach auf einen Lucky Punch, einen Konter oder so, den man bekommt, dass man dann am Ende genau wieder letzte Minute den bekommen, ist natürlich Wahnsinn. Ich meine, das ist ein Job wie jeder andere, ne? Also wenn du als Elektriker oder sonst was auch was nicht richtig anschließt, dann musst du auch bis zum Schluss, bis du feiern, was alles richtig machen. Und das ist mein Job und klar muss ich da 90 Minuten und drüber hinaus immer alles geben und dran glauben, dass es uns jetzt heute wieder gelungen ist. Ich musste einfach die komplette Mannschaft loben. Wir sind da hinterhergerannt. Es war nicht einfach. Alle waren an ihrer Grenze, würde ich schwer behaupten. Und dass wir dann den Nadelstich setzen, wieder in der 90 plus. Das ist sensationell.